Hallo und herzlich willkommen zum harten, aber brutalen Winter in Let's Play Don't Starve. Beim letzten Mal hatten wir gesagt, dass wir jetzt ein wenig auf Nahrungssuche gehen, denn ansonsten kriegen wir was vor den Latz. Und das nicht in dem tollen Sinne, sondern wir werden verhungern und das ist nicht so toll. Ich habe übrigens einen tollen neuen Mod gefunden. Ich weiß nur nicht, ob er funktioniert oder nicht. Es wäre genial, wenn er funktioniert. Und zwar gibt es ja hier dieses kleine Mädchen, was man nachts über Besuch von einem Geist bekommt. Ich habe einen Mod gesehen, in dem man es anscheinend mit zwei Spielern gleichzeitig zocken kann. Ist das nicht geil? Also einer kann den Geist zocken. Ich weiß jetzt nicht, ob man da nur genauso viel macht wie der Geist. Das heißt, immer nur so ein bisschen verpeilt hinter einem herfliegen. Oder ob man tatsächlich auch irgendwas machen kann, ob man sich ganz normal verhalten kann. Das wäre richtig geil. Dann könnte man ja mal locker eine Koop-Serie daraus machen. Ich frage mich nur, mit wem? Weil es ist ja nur lokal, es ist ja leider nicht online. Das heißt, die Auswahl ist da begrenzt auf Leute, die mich besuchen kommen können. Aber ansonsten ist das doch eine coole Idee. Ich meine, Koop in Don't Starve. Don't Starve ist super. Eventuell kann man das sogar, vielleicht, wenn er den Mod mal ein bisschen ausbaut. Aber ich weiß nicht, ob derjenige da so viel Erfahrung mit hat. Ich meine, so schwer ist es, glaube ich, nicht, wenn er sowieso schon ein Vieh ist, da jetzt noch eine Steuerung für den zweiten mit dazu zu machen. Kein Vieh. Es ist Abigail oder wie auch immer, die Schwester von der. Darf ich doch nicht Viech nennen hier. Du bist doch bekloppt im Kopf. Hey! Was soll der Rotz hier? Lock seinen Kollegen hier einfach vom, von der Falle weg. So, jetzt darfst du. Oh, oh, armer Hase. Oh, nimm ihn jetzt. Nein, nimm ihn nicht, das ist ekelig. Okay, ihr hoppst jetzt mal. Oh, komm. Oh, Schnucki. Hoppel doch mal von einem Bau hier weg. Ey, jetzt steht er da genau drauf und glotzt mich an. Mehr Distanz, bitte. Mehr Distanz. Ich habe leider nicht so viel Zeit, denn ansonsten erfriere ich. Boah, jetzt reißt mir. Alter, der verarscht mich doch. Die ganze Zeit immer in dieselbe Richtung. Oh, oh, du armes, kleines Ding, du. Lauf. Na, ah, du Trottel. Das machst du mit Absicht. Stimmt kein Trottel. Das machst du... Nein, mit Absicht. Oh, ich fühle mich nicht so gut. Das tut mir natürlich leid. Und jetzt hoppel einfach geradeaus. Funktioniert doch. Genauso soll's laufen. Oh, oh. Weißt du nicht, wie du zurückkommen sollst? Dann lauf. Oh, nein, es wird dunkel. Und du hast es nicht nach Hause geschafft. Armes kleines Tuff-Tuff. Was werde ich jetzt noch machen? Ich werde mir noch ein bisschen Holz mitnehmen, auch wenn ich eigentlich im Moment mehr als genug Holz habe. Also mehr als genug eigentlich ja nicht, ne? Aber wir haben schon eine Menge. Fuck, ich habe den Timer nicht gestartet. Und ich darf auch nicht allzu lange machen, denn ich habe mir Pizza bestellt. Und ich will das hier sehr gerne unterbrechen. Nicht so sehr ungern unterbrechen, denn ich habe sowieso immer ein paar Probleme bei Don't Starve mit einer Desynchronisation des Sounds. Weil ich nehme das ja über Outer City auf und keine Ahnung, irgendwie ist die... die Sounddatei von der, wo ich rede, länger als die Videodatei von Don't Starve. Das ist dann immer so ein bisschen komisch. Dann wirst du nämlich stutzig. Wo ist denn diese Pause irgendwie aufgekommen? Dann guckst du das ganze Video durch. Dann glaubst du irgendwie, wenn du, was weiß ich, wenn Steam sich öffnet oder so, dass wenn du da mal draufklickst oder dein PC irgendwas sagt, dass sich das Spiel dann irgendwie pausiert. Aber es pausiert sich ja nicht. Der Sound in dem Spiel geht ganz normal weiter und es hängt sich auch nicht auf oder so. Das heißt, es ist einfach ganz normal, nur dass die Videodatei kürzer ist. Oh Gott. Also deutlich kürzer, ne? Ich mache halt einen Anfang. Fange halt an und sage irgendwie Fraps in 3, 2, 1 und BAM. Und dann weiß ich, bei dem BAM geht's los. Ist ja relativ logisch. Und dann weiß ich halt, ah, genau an dem Punkt ist jetzt alles erreicht. Oh, ich kann die Hasen roh kochen. Alle in den Topf. Oh, das passt da nicht rein. Warum steht das dann da? Hä? Warum steht das dann da, wenn das nicht geht? Das würde ich doch gerne einmal von dir wissen. Das kannst du mir nicht beantworten, ne? So, das packe ich jetzt einfach mal in den Topf. Und ich liebe dieses Rattern. Mann. Ich liebe dieses Geratter. Keine Ahnung warum. Komm raus. Moment, das ist nicht das Geratter. Verpiss dich! Geh weg hier! Oh Gott, das... Oh. Hi. Alles klar. Alter, dadurch geht die Sanity ja mal richtig runter. Weg von meinem Lagerfeuer. Geht weg jetzt. Ich esse erstmal eine Fleischbällchen. Hey, was soll das? Hä? Was soll das? Okay.
Was machst du hier? Okay, ich höre mich an, wie ein Skelett voll sagt. Ihr seid auch dämlich, ihr lasst euch... Oh, mir geht's wieder gut. Wo bist du? Kann ich die anbrennen? Nee, kann ich nicht. Schade, ich dachte... Weg hier! Weg hier! Geh's weg! Geh doch kacken! Was willst du? Hör mal, was willst du? Ist jetzt gleich wieder Tageslicht. Geht euch dann verkacken? Oh! Oh! Ist Tuff-Tuff jetzt sauer? Warum sage ich Tuff-Tuff? Ich habe immer noch die Fackel in der Hand. Das wollte ich gar nicht. So, jetzt muss ich mal meine Zelte wieder nach oben kriegen. Das wäre zumindest sehr gut. Oh, was haben wir denn hier so Schönes noch drinne? Nur Schwachsinn. Hey! Und noch ein schwachsinniger Vogel, das ist doch alles supi. Also, schade, hätte ich den einfach unter die Füße legen können. So, dann essen wir noch was. Wunderbar! Ist ja lecker! Ich glaube, der Winter muss bald vorbei sein. Es geht einfach nicht anders. Jetzt müssen wir noch eine Monster-Lasagne machen. Das ist super. Hier, packen wir mal da rein. Chesty, hast du... Nee, du hattest nichts mehr, oder? Nee, hattest du nicht. Außer da dieses komische Ding. Kann Chesty uns ja warnen, wenn es anfängt zu brennen. Dann hörst du nur... Ich komm raus. Okay, natürlich. So reden, Chesty. Ich komm raus. Wie ein behinderter, kleiner Vollidiot. Okay, ich gucke jetzt noch mal, ob die Pinguine noch da sind. Die Pinguine aus Madagaskar sind nicht mehr hier. Warum seid ihr nicht mehr hier? Ich verstehe es nicht. Warum sind sie nicht mehr hier? Ich brauche doch noch Kacke. Muss ich etwa den Mod installieren, indem man selber scheißen kann? Das war mir ein bisschen zu unhygienisch, denn er wird ja einfach mal spontan loskacken. Wie der Boss von nebenan. Da gab es wirklich einen Mod zu, dass du selber scheißen kannst. Schon irgendwie hat das was, ne? An Genialität kaum zu übertreffen, dieser Mod. Einfach, dass man selber kacken kann. Aber nochmal zurück zum Koop-Mod. Wäre eine richtig geile Idee, oder? Jetzt einfach mal so in die Kommentare reinschreiben. Was haltet ihr denn davon? Soll ich mal probieren, den Mod zu installieren? Denn ich könnte mir gut vorstellen, dass es wieder so ein Mod ist, der einfach mal Probleme macht. Weil das ist so ein Mod, den man unbedingt haben will. Da denkst du, jo, geile Idee. Das haben es jetzt schon zwei Leute positiv bewertet. Und ich glaube, aber noch keiner negativ. Ich glaube auch, dass es dann... Lol, ihr habt ja die Eier da gelassen. Leicht, schon leicht vergammelte, aber... Warum habt ihr keine Scheiße hier gelassen? Oh Gott. Wie können wir denn Scheiße von Pigments holen? Das ist hier die Frage. Gib mir mal das hier. Ich danke dir. Weg von dem Loch. Weg von dem Loch. Weg von dem Loch. Oh, 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 der Winter. Er ist vorbei. Hey, kleine Hase. Oh, ich wollte dich nicht erschrecken. Entschuldige mal bitte. Okay, der Winter ist fast vorbei. Die Musik und so ist noch da. Ich will da oben gerade mal erkunden gehen. So ein kleines Spüschchen. Können ja nicht die Hasen mal scheißen oder so? Warum muss ja eigentlich nichts scheißen? Ich glaube, ich installiere mir bald doch den Mod, in dem man selber kacken muss. Das hätte nämlich gewisse Vorteile. Und zwar fehlt mir noch ein Stück Scheiße. Da muss ich einfach nur ein bisschen was essen. Und dann haben wir ein Beet. Und dann. Der mich Hase. So, komm, mach mal zurück. Los. Oh, da voll machst du das. Meine Temperatur sinkt immer noch. Das heißt, der Winter ist noch nicht ganz vorbei. Oh, du fühlst dich nicht so gut. Du werden gleich schönen Eiereintopf mit Fleisch bekommen. Auch genannt Frühstück in manchen Ländern. Ich kann nicht wissen, wo die Sieden liegen in anderen Ländern, die nicht kommen vom Mütterchen Russland. Andere Länder, die nicht kommen aus Mütterchen, die nicht entstanden sind aus Mütterchen Russland, auch wenn Land, das ich gerade meine Mütterchen Russland ist, seien gar nicht gut. Du nicht können sagen, dass Länder seien gut, wenn nicht sein Mütterchen Russland. Okay, wer sich fragt, warum redet der Arschkopf? Ja. Jetzt ich schon wieder komme mit Arschkopf. Warum rede ich so? Denn wir reden doch hier gerade mit einem russischen Muskelmann. Oder wie auch immer. Ich meine, es ist ein russischer Muskelmann. Ich will jetzt hier nicht rassistisch werden. Gegenüber Russen. Wo zur Hölle du denn raufen hin? Raufen? Aber du darfst doch gar nicht rauf. Mein Gott, Zuckerbliert! Petru Maju Kadoschka. Heißt, ich reibe meine Kartoffel. Oh, ist das nicht toll. Ich kann... Oh Gott! Also im Krieg wäre ich sehr nützlich gewesen. Da hätte ich mit den Russen kommunizieren können. Petro Majukadoschka! Und die, was?
Er reibt seine Kartoffel? Ist der pervers? Nein, bin ich nicht. Okay, kein Inventarplatz mehr. Ich könnte doch einfach... Arme kleine Hasen hier. Denn ich muss leider noch ein wenig Fleisch rausschlagen. Tut mir sehr leid, dass ich das bei euch machen muss, aber ich muss den Tag irgendwie nutzen. Ich brauche was zu essen. Und ihr seid im Moment das Einzige, was hier noch durch die Gegend läuft. Da Bären auch nicht durch die Gegend laufen und ich mich nämlich auf die Bären bezogen habe. Ich darf noch nicht zu lang warten, denn wie gesagt, ich will das ja hier kochen. In meinem Mega-Kochtopf. Oh, super. Können wir noch ein bisschen Hasenfleisch mit dazu tun, ne? Sammeln wir ja gerade hier so schön. Oh, das wird lecker. Das wird die beste Mahlzeit aller Zeiten. Das wird wirklich die beste Mahlzeit aller Zeiten. Ich meine, ich habe mir gerade Pizza bestellt, aber da bin ich schon echt neidisch. Was der da so macht. 2 rohe Eier, die schon leicht vergammelt sind. Monsterfleisch. Und ein bisschen was zu futtern. Ich glaube, das Monsterfleisch lasse ich ausnahmsweise mal weg. Denn ich will ja, dass die Mahlzeit ordentlich was bringt. Und nicht, dass die jetzt noch negative Effekte damit bringt. Oh, ich friere schon wieder ein. Das ist nicht so cool. Ja gut, ich muss jetzt gleich eh zurücklaufen. Aber einen kann ich noch. Einen kann ich noch, sagte ich. Aber auch nur, wenn ihr jetzt nicht wegläuft. Den da oben. Den da oben. Dö-dö-dö. Oh, armer kleiner Hase. Los, lauf doch zurück. Es wird gleich dunkel. Oh. Du Penner. Du hättest da reinlaufen sollen. Verstehst du meine Sprache etwa nicht? Jetzt wird gekocht. Jetzt wird gekocht. Oh. Wundervoll. Das ist genau das, was ich die ganze Zeit machen wollte. Essen! In Don't Starve! Alter, übertreib's direkt mal mit dem Zeugs, was du da reintust. Das vergammelte Fleisch. Obwohl, ich lasse es erstmal drin. Ich pack dann hier einfach mal 1, 2. Oh, komm, hier in die Mitte packen wir dann noch ein Ei. Oder auch nach ganz unten. Ist auch scheißegal. Kochen! Warum steht da unten jetzt Windows Media Player? Das finde ich kacke. Ah, jetzt ist es weg. Komm, 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 komm. Los! Ich kann das ja auch noch kochen. Vielleicht bringt das ja einen extra Effekt. Nehmen wir auch noch einen. Ah, mal kleine Hase. Oh, das war's gar nicht. Oh, was kommt da raus? Wow, Meatballs! Genau das, was wir vorher hatten, irgendwie. Oh, Wolfgang Gen ist jetzt schon viel besser. Okay, dann, weißt du was, wir machen es einfach nochmal. Nein, oh, was passiert, wenn ich es koche? Ah, lecker. Ich weiß noch nicht, was mir das so im Genauen jetzt bringen würde. Ich guck mal, ob da immer noch Meatballs mit rauskommen. Ansonsten würde ich dann sagen, ich hätte das jetzt auch so essen können. Aber hätte ich auch sein lassen können, ne? Ist das schon am Kochen? Es ist fast fertig. Aber du haben ihn gerade erstmal reingeschmissen. Warum du sagen, es ist fast fertig? Es sei denn dann ja nicht fast fertig, wenn du gerade erst Krabben reingeschmissen in den Scheißdreck. Okay, ich brauche jetzt hier einmal neu von denen hier. Moment, die tue ich erstmal hier rein. Kann ja nicht schaden. Oh, ich habe schon wieder einen neuen Gegenstand in meinem Inventar. Das ist ja klasse. Ist das schon wieder eine neue Sammelkarte, die mir das Spiel geschenkt hat? Das wäre ja wundervoll. Wundervoll wäre das. Toll, pack die da. Genau, pack die dazu. Na, kommen jetzt wieder diese bescheuerten Arme. Was war das? Ah, nee, ja. Was war das? Ich habe keine Ahnung. So, das packen wir mal da rein. Uns fehlt echt nur ein Scheißhaufen, dann können wir uns unser eigenes Lager machen. Warum? Ein Scheißhaufen. Warum? Vor allen Dingen, warum nur einer? Das ist so dämlich. Das ist an Dämlichkeit nicht mehr zu übertrumpfen. Das war absolut nicht. So, die Schaufel kommt dahin. Wunderbar. Was zu essen haben wir im Moment nicht mehr. Wir sind echt die ganze Zeit auf Hasenjagd und probieren das damit dann zu überleben. So, ich kann ja schon mal mein Inventar für den nächsten Tag sortieren. Da haben wir 40, 3. Will nur gucken, dass wir hier möglichst viel noch in den Kisten haben. Wäre natürlich sehr toll, wenn ich jetzt wieder sterben würde. Wisst ihr, was ich jetzt mal mache? Ich nehme mal hier die Eier! Die Eier! Und werde mir hier ein wenig Heilpaste machen. Denn es kann ja nicht schaden, die Heilpaste einfach schon mal zu haben. Ich verschwende damit zwar jetzt ein paar Steine, aber da unten sind ja noch welche. So, packen wir sie mal da rein. Was können wir da noch wieder reinpacken? Die Eier. Die Eier! Gut, Holz können wir da eigentlich auch noch reinpacken, oder? Jojo, warum nicht, ne? Warum nicht? Packen wir hier noch ein paar hin, falls wir irgendwann mal keine Bäume mehr haben. Sehr unwahrscheinlich, aber könnte ja ernsthaft passieren, ne? Das ist schon der drastische Zustand Nummer 5000. Boah, ich habe eine Idee, was wir machen. Aber wir brauchen was zu essen. Oh, stimmt ja. Fast vergessen. Die Meatballs. Om nom 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 nom. Lecker, Wolfgang, geht's wieder gut. Haben wir noch eine Kiste voll Essen? So halbwegs. Da sind noch 3 Stück drin.
reicht nicht wirklich für eine Mahlzeit, aber vielleicht finden wir oben auch noch eine leckere, genussvolle Mahlzeit. Oder vielleicht finden wir auch Frau Mahlzahn. Wie komme ich jetzt da drauf? Hab ich einen an der Klatsche? Und alle im Chor? Ja! Gebt schon zu, bevor ich alle im Chor gesagt habe, habt ihr das schon alle im Chor gebrüllt. Ich hau mich selber. Oh, ich hatte recht. Da oben ist wirklich Gold. Das war doch hier, das muss der Ort sein, wo einfach übermäßig viel Gold war. Oh. Ja, du kommst mir genau rechts. Du kleiner Vollarsch. Das sollte hier, glaube ich, wirklich der ganze Bereich sollte da voller Goldebenen sein. Wir können hier ja mal das Ei mopsen. Wie wäre das? Das wäre eine tolle Idee, oder? Das wäre eine richtig geniale Idee. Denn dann kann ich mich wieder mit irgendeinem Scheißdreck anlegen und mich mit dem prügeln. Hier kriegen wir jetzt endlich mal ordentlich Gold, Steine und was weiß ich noch alles. Könnten wir uns, wenn wir hiermit fertig sind, auch fast, aber auch nur fast, alles schon mit Stein umranden. Auch wenn ich jetzt nochmal daran erinnern muss, das Lager, was wir gerade haben, sollte ja eigentlich immer noch nicht das Hauptlager sein. Das sollte ja eigentlich in eine andere Richtung liegen. Aber trotzdem, aus irgendeinem Grund, bin ich immer noch dabei, das weiter auszubauen. Greift ihr euch gerade gegenseitig? Oh, das wäre geil. Können wir den da reinlocken? Oder ist er gerade gekillt worden? Ich könnte mir gut vorstellen, dass er gerade gekillt worden ist, wenn er da reingelaufen ist. Weil das sind wirklich sehr viele Spinnen, die da sich gerade wieder verzogen haben. Ist der gestorben? Auf jeden Fall ist da ein Spinnennetz. Kann ich gebrauchen, können wieder eine Falle machen. Wischte, was? Digga, ding, 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 ding. Hey, es kommt nichts. Dieses Nest ist leer. Das ist doch sehr schön. Die Spinnen haben den umgebracht. Ich meine, das ist sehr traurig. Wirklich sehr tragisch. Dieser Verlust. Ich werde auf ihn nicht klarkommen. Aber, na doch, ich habe gelogen. Ich komme da drauf klar. Das ist doch super. Haben wir wieder was für heute Abend zum Essen. Schmeißen wir uns schön auf den Grill. Dann packen wir ausnahmsweise mal nicht in den Kochtopf. Außer man könnte es alleine machen. Denn ich glaube, da gehen die positiven Effekte bei verloren. Und wir haben auch für den Winter eine neue Falle. Könnten wir aber auch eigentlich noch mehr draus machen. Aber da sind mir gerade echt viel zu viele Spinnen drin. Wenn ich da angreife, das wäre ein wenig übertrieben. Weil ihr habt ja gesehen, wie viele da gerade eben einfach mal verschwunden sind. Das ist ja schon leicht brutal gewesen. Und die Temperatur sinkt ja immer noch. Kann das jetzt mal aufhören? Ich habe genug mit Kälte erlebt. Immerhin seien meine Arme noch sehr muskulös, damit ihr noch können zerschlagen Blöcke und Steine wie in Mütterchen Russland. Was so? Oh, oh! What the fuck? Die Kackkinder! Das könnte eventuell zum Problem werden. Was passiert, wenn ich eine Kinder haue? Hallo? Hallo? Ich glaube, ich will lieber nicht. Aha. Kommt das Vieh jetzt an? Es kommt nicht an. Super! Oh Gott, es kommt an! Nimm dir das Gold! Das Gold! Das Gold! Bio! Nimm das Ding! Nimm das! Nimm das Gold, Bio. Au! 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 Hey, ich lasse sie einfach gegeneinander kämpfen! Oh, wenn das Vieh jetzt hinter mir her ist, ne? Krieg Ausrast hoch 10! Greift euch an! Das Vieh ist doch quasi... Ja, sie greifen mich an! Das ist total fair! Das ist so fair, das ist schon wieder unglaublich. Ich sollte sie eventuell nicht in Richtung Lager locken. Hallo? Guck mal, was da rum... Nein! Du, oh, das war der falsche Moment, du Pfosten! Was kommt... Kann man die Spinne ohne weiteres einfach besiegen? Hat sie es gerade angegriffen? Nee, hat es nicht. Super. Alles greift nur mich an. Das ist ja die Vereinigung, um mich zu töten. Was soll diese Monsterspinne eigentlich? Wie sollen wir die wegkriegen? Ich weiß nicht mal, ob wir die bekämpfen können, ohne zu sterben. Ja, schön, dass du mich jetzt hier weglockst. Was soll der Rot? Ich werde dein Ei heute Abend essen. Und du kannst nichts dagegen tun. Absolut gar nichts. Junge, verpiss dich jetzt. Geht doch. Danke. Ist die Scary Time am Kommen. Und deswegen bist du gerade geflüchtet. Nein, du bist geflüchtet, weil ich so mega extrem brutal aussehe, ne? Ich verstehe das schon. Also, ich wollte eigentlich hier nur so. Danke. Du bist einfach nur geflüchtet, weil ich so brutal aussehe. Das ist schon... Ich weiß, ich bin angsteinflößend, aber... Ja, ihr müsst schon Angst haben. Ich will euch jetzt nicht ausreden, dass ihr keine Angst vor mir... einreden, dass ihr keine Angst vor mir haben müsst, denn ansonsten werde ich hier von allem geschlachtet. Also, hat schon alles... Sein...
Hat sein Recht hier, ne? Ja. Auf jeden Fall. Ich laufe da mal wieder zurück. Hey, das Big House. Ah, der kleine Pigman. Ich höre ihn sogar da drin. Hat er gerade... Na toll, der hat da drin eine Toilette, hat er gerade einen Haufen reingesetzt. Hättest du das nicht vor der Tür machen können? Okay, die Fußspuren zeigen, dass hier in der Nähe vielleicht Tiere sein sollten. Probieren wir doch mal der Spur so ein wenig zu folgen. Ist ja ein bisschen sehr dunkel, ne? Hey, pack die Fackel jetzt weg. Geht doch. Die brauchen wir nämlich gleich noch. Da ist auch noch eins. Ich glaube, die Nacht muss ich ein wenig draußen bleiben. Da führt jetzt, glaube ich, nicht mehr so der längste, der kürzeste Weg dran vorbei. So, fang ich einfach mal da hin. Und Fackel raus. Eigentlich war es noch zu früh. Ich kann sie ja noch wegpacken. Stell dir das vor. Das geht. Das geht. Okay, und jetzt raus. Aufpassen, dass ich den Wechsel hinkriege. Oh, es ist ja gar nicht dunkel. So kann ich die Fußspuren bestimmt gut verfolgen. Vielleicht. Ding Dong. Ah. Oh Gott. Au, 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 au. Das hat wehgetan. Was ist da drin? Ah. Nur Schwachsinn. Ah, das Licht ist ausgegangen. Oh nein, das Licht sein weg. Ah, das ist ein Grab. Da ist Gold. Hallo. Oh, ich sollte eventuell nicht auf dem Friedhof hier rumspazieren. Vor allem nicht. Oh, ein Bumerang. Toll, damit können wir Hasen fangen. Ich zünde das hier mal an, ne? Nur mal so, um ein wenig zu gucken. Ist das? Ja, das ist es. Wo geht's weiter? In die Richtung. Okay. Dann wir doch mal in die Richtung weiter. Müssen wir noch was in Brand setzen? Scheint so. Nein, müssen wir nicht. Das ist doch der Dreckhaufen beleuchtet. Immer noch in die Richtung. Wir folgen den jetzt einfach mal. Auch wenn ich bald was essen muss. Wo ist er hier? Ich sehe ihn nicht. Muss ich, glaube ich, leider mal anzünden. Anzündeln. Oh, das war ein bisschen viel. Das sollte jetzt hier so gar nicht passieren. Oh, die Tiere sind ganz nah. Okay, ich laufe weiter und ignoriere das einfach, was jetzt gerade passiert ist. Oh. Was ist denn das? Oh. Bist du aggressiv? Oh nein, habe ich dich erschreckt? Hi, kleiner Mann. Hi. Koala Fans, was? Was? Koala Fans? Ah, du bist doch bestimmt... Ein gigantischer Scheißhaufen, oder? Ein wandelnder Scheißhaufen. Kannst du nicht ein wenig was von deiner Kacke hier abgeben und da die Pilze wegfressen? Das kann ich... wo sind wir gerade? Moment. Wo bin ich jetzt? Direkt hier vorne! Was? Und ich guck die ganze Zeit nach Tieren. Oh, wie kann ich dich denn füttern? Mein kleiner Freund. Magst du Beeren? Hier. Ein paar Beeren. Hier, komm, hol sie dir. Ess sie schon. Ich weiß, dass du sie willst. Komm. Los, ess sie. Los, mein kleiner Koala-Fan. Oh, es ist so weich. Ich wünschte, ich könnte es einmal drücken. Oh, du bist mein Held. Du bist mein Held. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Wie lustig. Essen. Ich danke dir, mein kleiner Koala-Fans. Ich liebe dich. Ich liebe dich dafür. Und ab zum Lager. Wir können uns jetzt etwas bauen. Wir können uns jetzt was bauen. Darüber bin ich happy. Wir können uns jetzt eine Farm bauen. Das finde ich so toll. Ich sollte vielleicht was essen. Denn ansonsten werde ich sterben. Und das gefällt mir nicht. So, dann werden jetzt erstmal die Eier gekocht, bevor die Mutter wiederkommt und mich hier anmotzen kann. Was bringt's denn dazu? Jetzt geht's mir wieder gut. Der Boomerang bringt nicht mehr so ganz viel. Leider. Moment, wir müssen doch irgendwo noch was Vergammeltes. Ah, ja, natürlich haben wir noch was Vergammeltes. Packen wir einfach mal hier mit dazu. Obwohl, packen wir weiter nach oben. Ich weiß nicht, ob ich die Pflanze eventuell sogar verlegen müsste. So, vergammeltes Zeugs. Rein da. Warum können wir uns nicht davon ernähren? Wäre doch super. Wäre doch Bombe. Bombe wäre das. Warum Bombe? Warte, wo haben wir denn jetzt die restliche Scheiße? Da haben wir sie. Achso, ich muss dafür hier stehen, natürlich. Basteln wir sie einfach mal hier hin, der perfekte Platz. Yeah! Jetzt brauche ich nur Seeds. Habt ihr irgendwo Seeds? Wir haben eine Farm. Und das endlich.
Ich habe endlich Scheiße gefunden. Ich liebe dich dafür. Okay, den können wir noch so fangen. Also eventuell kann ich ihn sogar hauen. Ding dong. Okay, das hat nicht geklappt. Oh, du bist ja direkt wieder da, mein kleiner Freund. Dann leg ich nochmal die Falle hier hin. Das war nicht ganz ideal. Oh, doch jetzt. Lauf. Oh, ich konnte ihn noch hauen. Was hat das gebracht? Ich hab noch voll einen auf die Rübe gegeben. Seeds! Sie werfen wieder Seeds ab. Pflanzen. Hau die Scheiße rein. Warum sing ich die ganze Zeit dieses behinderte, keine Ahnung was? So, natürlich direkt draufkloppen. Ja. Wundervoll. Das ist toll. Der beste Moment meines Lebens. So halbwegs. Oh, Seeds. Seeds. Da sind Seeds. Da sind Seeds. Ich höre gerade Fliegen. Warum höre ich Fliegen? Was heißt das denn? Das erinnert mich immer an Tote. Aber auch nur in Richtung der... Oh, Scheiße! Sie ist überall! Komm hier. Oh, fuck. Au. Was soll das? Ich muss die Leertaste drücken. Ne? Super. Oh, noch mehr Scheiße! Oh! Ich liebe dich, Koala-Fans! Solange du nicht meine Kisten anfrisst. Oh, guck mal, wie süß er guckt. Kann ich hier einen in die Presse hauen? Oder dir, kleinen Hase? Vielleicht, ich habe eine Idee, wenn ich mich ans Loch stelle. Ach so, damit habe ich den Bumerang zerstört. Super. Gute Arbeit, Nico. Hast du wirklich gut gemacht. Ich liebe euch. Bitte, kack doch noch mehr. Ich liebe euch. Wovon ernährten ihr euch? Oh, wie süß. Okay. Ist noch irgendwo fliegen? Irgendwo? Vielleicht? Eventuell? Warum sind denn hier... Hab ich hier alles abgefackelt? Oh. Hier habe ich alles abgefackelt. Kann das sein? Nee, weniger. Warum sind die alle kaputt? Vielleicht vom Winteranfang? Ah, nee. Hier habe ich tatsächlich angebrutzelt. Ja, das tut mir leid. Das wollte ich eigentlich nicht. Warum habe ich das denn jetzt gerade übersehen? Ach, ist wahrscheinlich genau da drauf gefallen. Ja, dann können wir doch hier so ein paar Sachen gleich wieder neu verteilen. Immerhin, Alter. Das ist... Ah, scary time is coming soon. Immerhin haben wir den Winter überlebt. Und das Spiel ist... Der Spielstand ist immer noch da. Den speichere ich am besten gleich mal. Denn ich habe ehrlich gesagt keine Lust, das Ganze nochmal flüchten zu sehen. Das ist ja beim letzten Mal passiert. Da war ja alles weg. Und ich musste nach dem Winter, nachdem wir den erfolgreich ausgestanden haben, musste ich dann ja hier nochmal neu anfangen. So, auch so ein bisschen natürlich pflanzen, ne? Wahrscheinlich habe ich den Boomerang gerade wirklich kaputt gemacht, weil ich ihn nicht gefangen habe. Du musst irgendwie die Leertaste runterdrücken oder so war das. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau. Oh, nö. Nicht regnen. Du wirst wieder irgendwas kaputt machen. Nein. Böse. Ich gehe am besten vom Lager weg. Da habe ich keine Lust drauf, dass hier irgendwas kaputt geht. So weit wie möglich weg. Wo ist der nächste Weg? Da oben rechts ist eigentlich der nächste Weg. Folgen wir dem gerade einfach mal. Obwohl, nee, was würde mir das bringen? Nicht so viel. Auf jeden Fall muss ich erstmal von hier weg. Kann ich ja hier so ein paar Beeren noch mitnehmen. Ah, passt jetzt sehr gut. Ich habe ein wenig Hunger. Aber auch im echten Leben. Aber kommt ja gleich was zu futtern. Ich habe übrigens bei meinem Pizzaservice... Was ist denn das? Ich möchte jetzt hier keine negative oder positive Werbung machen. Bei der Telepizza. Bestelle ich manchmal gerne, also ich bestelle immer gerne direkt eine Familienpizza. Keine Ahnung, die ziehe ich mir auch nicht komplett rein. Da bleiben immer so schon so zwei Stücke übrig. Den Rest zwinge ich mir mal rein. Aber teilweise habe ich im Moment wirklich das Gefühl, dass... Ihr kennt das ja bestimmt, wenn dann irgendwie Blasen auf der Pizza draufschlagen. Oh Gott. Miep! Das war knapp. Wenn dann Blasen auf der Pizza schlagen. Ich habe wirklich im Moment das Gefühl, dass das immer mehr werden. Ich habe wirklich das Gefühl, ich kriege eine Pizza, wo nur diese dämlichen Blasen da drauf sind. Natürlich ist die Axt kaputt gegangen. Ah, aber wir hatten ja noch eine. Also es wird echt immer mehr. Und dann hat irgendwann mal meine Mutter da eine Pizza bestellt. Auch eine Familienpizza. Die kommt gar nichts drauf. Die sieht auch komplett anders aus als die, die ich sonst immer kriege. Habe ich auch meine Mutter gefragt, hast du da irgendwas Spezielles bestellt? Habe ich auch, als ich nochmal angerufen habe, was hat die denn da... Hat die irgendwas ein Zauberwort gesagt, dass ihr da keine Blasen drauf schlagt oder so? Weil das ist ja... Das schmeckt nicht wirklich. Oh Gott!
Heilige Kacke! Vielleicht sollte ich die Schaufel mal aus der Hand nehmen. Das wäre, glaube ich, ganz, ganz gut. So, erstmal stopfen wir jetzt ein bisschen was in uns rein. Aber echt, da, die Pizza sah auch komplett anders aus. Und ich mag es einfach absolut nicht, wenn da so viele Blasen draußen, weil dann verkrustet ja der Käse. Oh, du kommst genau super. Hey, weg mit euch, ihr kleinen Spacken. Sucht euch ein eigenes Zuhause. Ja, geht mal weg jetzt hier. Ja, da macht es aus. Viel Spaß. Oh. Alter, jetzt macht doch einfach. Meine Sanity sinkt hier richtig extrem. Ja, oder auch nicht. Ich laufe mal wieder zum Lagerfeuer zurück, ne? Obwohl es immer noch regnet. Ich hoffe nur, dass hier der Blitz jetzt nicht einschlägt. Ich laufe nochmal ein bisschen nach unten. Einfach so ausweichtechnisch möglich. Ah ja, wir leuchten ja noch wegen unserem kleinen Steinchen. Noch ist der Winter aber noch nicht ganz vorbei. Es hat auf jeden Fall schon mal aufgehört zu schneien. Das ist schon mal wirklich sehr gut. Okay, hier habe ich gerade dann schon mal erkundet. Dann weiß ich, dass hier hinten, was hier so steht. Und dass hier die Insel nicht mehr weitergeht. Ja, aber auf jeden Fall zum Beispiel jetzt muss ich ja noch irgendwann sagen, irgendwann habe ich auch keine Lust mehr, da eine Pizza zu bestellen. Jetzt habe ich dann zum Beispiel Pizzabrötchen bestellt, weil die sind von denen ganz gut. Aber dann habe ich ihn halt auch gefragt, hat die da irgendein Zauberwort gesagt oder so? Und dann so, nee, das kann ich jetzt nicht sagen. Das Bestellung sei bestimmt vor 2 Wochen eingegangen oder so. Und ich kriege täglich Bestellungen. Und ich so, ja, ich wollte ja nicht, dass die Bestellung nochmal genau wiederholen. Ich wollte nur fragen, ob man bei ihnen ein Zauberwort verwenden kann, dass die Pizza nicht an allen Ecken und Enden verkrustet ist. Also, wie gesagt, ich kann Bestellungen nicht mehr an Computer aufrufen, weil wir so viele Bestellungen haben. Also, das verlange ich doch gar nicht von ihnen. Das sollte quasi auch nur ein Scherz sein. Oder vielleicht auch ernst gemeint. Ob man eventuell da, ob sie einen neuen Koch hat, eine neue Methode. Ja, das weiß ich nicht. Ich kann die Bestellung nicht mehr sehen. Warum sie mich denn nicht verstehen? Warum du mich denn nicht verstehen? Ja, so ein bisschen. Was war das da unten? Okay, wir sollten die Sanity langsam wieder nach oben bringen. Ansonsten kriegen wir bald Terror, Panik und was weiß ich noch alles. Alter, das ist auch echt am Sprummern hier bescheuert. Haben wir... Wir haben noch nicht genug Scheiße, ne? Eins fehlt schon wieder. Fuck! Puh! Warum fehlt immer eins? Ich koche jetzt erstmal was, ne? So ein paar Beeren. Und das war's. Kann ich da gekochte Seeds reintun? Ich hoffe doch mal. Nö, das geht nicht. Toll, und damit habe ich die Seeds wohl verschwendet. Damit habe ich die verwendet? Das gibt's ja gar nicht. Wie komme ich nur auf diese Idee? Ich habe die verwendet. Ich bin ja voll genial. Vielleicht wachsen jetzt auch mal die Beerenbüsche da oben. Und ja, meine Konsequenz ist halt da so ein bisschen, werde halt da dann irgendwie die Pizza erst mal eine Weile nicht mehr bestellen. Weil irgendwie, ich habe auch keinen Bock darauf, dass... Das war teilweise sogar so, dass 50% der Pizza einfach diese Blasen da geschlagen hat. Und das schmeckt einfach nicht. Der Teil schmeckt nicht. Weil das einfach nur... Der Käse ist verkrustet. Dadurch ist auch das Tomatenmark darunter irgendwie total vertrocknet und gar nicht mehr da. Das heißt, das Einzige, was du machst, du kaust da auch noch auf so einem verbrannten Stück Teig rum. Das sind so... Und es schmeckt so ein bisschen so, wie wenn man verbrannten Käse isst. Also, nicht so die besten Teile des Stücke. Und wenn das dann so teilweise schon wirklich zu 50% da die ganze Pizza damit voll ist, denkst du dir, ja, kann man sich jetzt auch sparen, ne? Und warum liegt hier Kohle? Auf jeden Fall können wir wieder Beeren sammeln. Das ist toll. Das ist super. Und wir müssen auch mal wieder unten hier so einen kleinen Besuch bei unserem Saustall Asien da mal vorbei bringen. Vielleicht sind auch wieder neue Spinnennetze. Wir können so ein paar Heilsalben holen, ein paar neue Netze für den nächsten Winter, damit wir noch Vögel fangen können. USW! USW! Aber, oh nee, jetzt kommt ihr Spacken schon wieder. Ja gut, da habe ich jetzt nicht das größte Problem mit. Denn ich bin eigentlich im Moment sehr gut vorbereitet. Bin ich das? Nee, nicht wirklich. Meine Axt wird bald kaputt gehen. Moment. Alter, warum geht das schon so schnell? Ja, ist ja gut. Chillt mal, meine kleinen Freunde. Das Ding muss ich mir auch schon fast wieder neu machen. Ah, hier die Puppies. So, dann muss ich mir das Ding jetzt auch nochmal neu machen. Passt so gerade noch rein. Okay, jetzt noch ganz schnell. Alles bereit machen. Ja, es sollte reichen. Danke, wie sieht's? Wirklich danke. Puppies, wo seid ihr? Oh, da seid ihr. Kriegst du auf die Fresse. Kleine dreckige Sau, bevor dein Kollege hier ankommt. Aua, 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 aua.
Warum sterben wir nicht? Oh Gott, Alter, Alter. WTF. Was zur Hölle? Was zur Hölle, was zur Hölle, was zur Hölle? Was geht mit euch? I will punch you. Immer hat das funktioniert. Stirb. Ich boxe ihn. Seit wann geht denn das? Alter, warum halten die so viel aus? Geh jetzt kaputt, Mann. Ich habe mich doch gerade schon gepuncht. Bis zum geht nicht mehr. Oh, Alter. Verdammt, Mann. Dadurch ist mein Gehirn auch wieder ein bisschen geschrumpft. Aber auch nur ein bisschen, so wie man das sehen kann. Okay, die zu fangen wird jetzt gar nichts bringen. Denn wir können gar nicht mehr tragen. Ich muss jetzt echt auch noch die Sanity nach oben kriegen. Ich frage mich gerade, wie ich das mache. Aber erst sollten wir uns um den Hunger kümmern. Aber die Sanity darf auch nicht so weit runterfallen. Denn wenn sie das tut, werden uns auch noch die Schattenbilder hier angreifen. Und das ist absolut nicht gut. Vielleicht wechselt da irgendwas drauf, was die Sanity nach oben bringen würde. Ich packe jetzt erstmal wieder so ein paar Sachen. Obwohl, dafür brauche ich eigentlich eine neue Kiste. Moment. Gemmologie? Achso. Ja, keine Ahnung. Irgendwas Unnützes. Mal wieder. Was brauche ich dafür? Bretter. Habe ich jetzt nicht mehr. Aber hier hatte ich ja noch 20. Sind aber... Sind die echt ordentlich schnell losgeworden? Das muss ich ja mal hier so mit einwerfen, ne? Machen wir nochmal ein paar Bretter. 1, 2, 3. Was können wir da bauen? Winterometer. Was? Hier schlägt doch... Schlägt sich doch irgendwas. Hallo? Was schlägt sich denn hier? Ah, ihr wollt mich nur zu der Scheiße locken. Danke, das ist sehr nett von... Alter! Das ist sehr nett von euch. Ein Stück Scheiße fehlt noch, dann können wir uns eine erweiterte Farm bauen. Habt ihr noch ein Stück Scheiße? Muss auch irgendwo noch ein Stück Scheiße sein, oder? Ich höre Gebälle. Und das gefällt mir gar nicht. Oh, grüne Pilze. Sehr gut. Die sind jetzt sehr wichtig. Ich werde auch nur den einen mitnehmen, denn wenn es dann nochmal regnet, wachsen die halt nochmal. Vielleicht werden wir nochmal in so eine Situation reinkommen, wo wir die wirklich sehr, sehr, sehr dringend brauchen. Hoffen wir es nicht. Oh, super. Oh, ich liebe dich. Mein kleiner Kaktofant oder wie auch immer du heißt. Ich weiß es gerade nicht ganz genau. Trotzdem liebe ich dich. Ich liebe dich für alles, was du hier gerade für mich tust. Zack, zack, zack und kochen. So, dann bist du jetzt auch nochmal gekocht. Ich glaube, wenn die Sanity zu niedrig ist, dann kommt hier... Ach, nicht die. Euch meinte ich gar nicht. Aber trotzdem kommt ihr Spack natürlich wieder aus dem Hinterhalt. Was ist denn das? Oh, lecker. Bringt das eine Menge? Ja, es bringt auf jeden Fall eine Menge. Ausnahmsweise ist jetzt, glaube ich, auch nochmal das Monster-Meat. Aber auch nur ausnahmsweise. Und den Pilz da oben drin werde ich jetzt auch noch schnell futtern. Denn die Leben brauchen wir. Ding dong. Ja, das hat Leben gebracht. Obwohl, nee, scheiße, das kann ich gar nicht alles essen. Denn ansonsten wird meine Sanity wieder so weit runter droppen, dass das jetzt gerade absolut gar nichts gebracht hat. Ich packe die mal hier rein, einfach nur so für den Notfall. Ansonsten könnten wir die auch kochen. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall können wir jetzt hier eine erweiterte Farm machen. Wenn ich denn sehen könnte, was da oben so alles gerade abgeht. Kann ich jetzt. Okay. Dann sage ich mal Dankeschön und baue die einfach mal hier hin. Die kleine improvisierte Farm. So, haben wir noch Seeds? Oh yeah. Wächst das einfach nur schneller oder wächst da mehr? Ich glaube, das wächst einfach nur schneller. Ist natürlich sehr gut. Habe ich hier noch ein bisschen was drauf. Nein, nicht fallen lassen. Stell dich nicht so an. So, wunderschön. Und ich würde dann mal sagen, dass wir uns dann sehen. Denn meine Pizza wird gleich kommen. Und ich will hier nicht verhungern, weil ich jetzt gerade blöde Pläne hier irgendwie raussausen lasse. Und wie gesagt, ich würde mal sagen, wir sehen uns. Wenn euch der Stuff gefällt, sagt mir das. Gibt aber im Moment sowieso ein bisschen mehr davon. Und wenn ihr noch mehr wollt, sagt mir das. Wir sehen uns und haut rein. Ciao.